What's up, Glitzerengel? Willkommen zurück zum YouTube-Channel von Nature Glitz. Falls du uns auf Instagram folgst, hast du sicher gemerkt, wenn neue Follower dazukommen, dass die immer wieder dieselben Fragen stellen. Und ich habe mir gedacht, ich packe jetzt alle Fragen und Antworten in dieses Video. Das heißt, hier sind die wichtigsten 7 Fragen zu Bioglitzer. So, kommen wir zu Frage Nummer 1. Aus was besteht Bioglitzer? Bioglitzer besteht in unserem Fall aus Zellulose. Der Hauptbestandteil ist Zellulose, dann kommen sonst noch Farbstoffe, Pigmente dazu, damit der Glitzer eine schöne, kräftige Farbe hat. Kommen wir zu Frage Nummer 2. Wie lange dauert der Abbauprozess? Unser Bioglitzer braucht ca. 4 Wochen für den Abbau. Das kommt aber auf ganz viele Einflüsse drauf an. Tust du den Glitzer zum Beispiel in ein sauberes Wasser, baut sich der Glitzer kaum ab, weil das Wasser sauber ist. Aber haust du den Glitzer in den Fluss, in den See, baut sich der Glitzer sehr schnell ab. Es braucht Mikroorganismen, die natürlich vorkommen, um den Glitzer abzubauen. Es kommt aber auf andere Einflüsse auch noch drauf an, wie zum Beispiel Temperatur, Lichteinfluss, Sauerstoffgehalt und so weiter. Das heißt, wenn der Glitzer in die Umwelt gelangt, sei es in die Meere, in die Kanalisation, baut der Glitzer sich sehr rasch ab. Kommt er aber einfach nur auf den Straßenrand, auf den harten Betonboden, braucht es ein bisschen länger. Deshalb kann man den Glitzer auch verwenden für Kunstwerke, für Badebomben, zum Basteln und vieles mehr, weil der Glitzer sich dort nicht abbaut, beziehungsweise nur ganz, ganz, ganz langsam abbaut. Aber kommt er in die Umwelt, geht es recht schnell. Kommen wir nun zu Frage Nummer 3. Warum glitzert Bioglitzer? Die Frage kommt immer und immer wieder und das kann ich euch ganz einfach erklären. Da der Glitzer eine komplett glatte Oberfläche hat und das Licht reflektiert, glitzert auch Bioglitzer. Also das liegt an der komplett glatten Oberfläche. Kommen wir zu Frage Nummer 4. Das ist meine Lieblingsfrage. Warum seid ihr nachhaltig? Wir sind nachhaltig, weil wir alles aus der Region beziehen. Das heißt hauptsächlich aus Österreich und Deutschland. Alles in unserem Sortiment ist regional bezogen. Die Glitzergläschen kommen aus Deutschland, die Sticker kommen aus Österreich, die Flyer kommen aus Österreich, der Glitzer an sich kommt aus Deutschland, das Aloe Vera Gel kommt aus Österreich. Alles in unserem Sortiment wird regional bezogen. Wir könnten theoretisch viel günstiger aus China Gläschen herschicken lassen, aber das wollen wir nicht. Uns ist Regionalität ganz wichtig. Auch unsere komplette Verpackung ist plastikfrei. Das heißt, wenn du ein Glitzerset bestellst, kommt es plastikfrei zu dir. Kommen wir zu Frage Nummer 5. Von woher kommt die Zellulose? Ganz kurz noch zu der Zellulose. Die Zellulose ist ein Bestandteil der Pflanzen. Genauer gesagt ist es die Zellwand der Pflanzen. Die von uns verwendeten Pflanzen stammen alle von zertifizierten, nachhaltigen Kleinwaldbesitzern. Falls du mehr darüber wissen möchtest, dann geh einfach auf unsere Webseite. Unter den Facts findest du einen Link. Dort gibt es noch mehr Informationen dazu. Kommen wir zu Frage Nummer 6. Wie wird Nature Glitz aufgetragen? Also, ihr kennt ja alle unser Aloe Vera Gel. Das Aloe Vera Gel ist der perfekte Glitzerkleber, wenn du den Glitzer irgendwo auf dem Körper auftragen möchtest. Ich habe es auch schon verwendet für wirklich Full Body Glitzer Make-up, Body Painting Style. Man kann das Aloe Vera Gel auch ganz gut auf die Wangenknochen auftragen oder sonst irgendwo auf dem Körper. Aber das Aloe Vera Gel sollte nicht allzu nah ans Auge kommen. Das heißt, falls du ein Augen-Make-up machen möchtest, so wie ich heute zum Beispiel, dann verwende am besten eine Augencreme. Falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann kommentiert einfach unter diesem Video und ich beantworte euch gerne die Fragen. Liebe glitzernde Grüße aus Wien. Bye!